Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Wir haben den ersten Bosskampf überstanden und ja, jetzt wird es dann Zeit für den nächsten. Und die Figuren werden hier immer mehr. Jetzt stehen die schon hier auf dem Tisch. Okay, wir müssen eben ja zum Strand folgen und meine Idee war, dass wir da Fragile irgendwie nutzen. Hoffentlich ist das die richtige Entscheidung. Hicks will die Knoten deines Netzwerks mit Amelies Strand verbinden. Also ist klar, wo sie hin sind. Und wie kommen wir dorthin? Nicht über mich. Doch Amelies Verbindung zu dir ist stark. Du warst schon oft an ihrem Strand, oder? Du schaffst den Sprung. Ziehst du das für mich durch? Ich versuche, ihn Leben zu fassen. Versprich's mir. Ich will es sein, die ihn tötet. Gut. Dann helfe ich dir, dorthin zu kommen. Ich kann uns nicht gleichzeitig schicken. Aber ich bin gleich hinter dir. Ich dachte, du könntest nicht zu ihr. Kann ich nicht. Aber ich komme zu dir. Durch die Bänder, die uns verbinden. Der Traumfänger wird dich zu ihr führen. Und dann? Führt die Missanga mich zu dir. Willst du so losziehen? Naja, ich brauche keine Waffe. Und Lou brauche ich auch nicht. Was? Waffe würde ich aber schon gerne mitnehmen. Fragile. Was? Hast du irgendwas zu essen? Oh. Hab dich wohl überzeugt. Lol. Sam, sei vorsichtig. Wenn ich's nicht packe, kümmere dich um Lou, okay? Damit das funktioniert, muss ich dich berühren. Schließ deine Augen. Jetzt denk an Amelie und ihren Strand. Du liebst sie, oder? Du liebst sie. Da ist er. Ich bin immer noch doof, dass man keine Waffen mitnimmt. Ich wäre mit vollem Arsenal hin. Wie soll ich ihn töten, wenn ich keine Waffen habe? Hier bin ich nicht so Bock auf Faustkampf. Und das ganze Spiel geht irgendwie länger als gedacht. Amelie? Sam? Was machst du hier? Bereit ist zu beenden, bevor alles sein Ende findet. Thank you.
Was hast du mit dir vor? Das, was ich tun muss. Ich beschütze die Extinktionsentität, bis alles ausgelöscht ist. Das sechste Aussterben ist nicht zu stoppen. Egal, was du, ich oder irgendein anderer tut, der Menschheit bleiben nur noch ein paar hunderttausend Jahre, höchstens. Warum kommen wir also nicht gleich zur Sache? Akzeptieren unser Schicksal. Wie die Kreaturen vor uns. Wir alle wissen, was kommt. Warum das Unvermeidliche aufschieben? Wir mit Dooms, sie... Wir sind alle aus einem Grund hier. Wir alle sind Teil des gestrandeten Todes. Und dieser Ort, dieser verdammte Strand. Hier gibt es keine Wiederkehr, nein. Einer von uns stirbt, das war's. Er geht auf die andere Seite. Gut, oder? Der glückliche Verlierer darf dieser Endlosschleife ein für alle Mal ein Ende setzen. Also, keine GDs, keine leere Stürze und keine Tricks. Nur ein guter alter Bosskampf. Stopp, ja geil, ich hab keine Seil, Waffe. Gewehr gegen Strang. Ein letztes Ende vor dem Ende. Ein letztes Game Over. Ich bin das Gottesteilchen. Komm schon! Wie zum Teufel? Du langweilst mich, Sam. Fuck, das war jetzt nicht so gut. Fuck. Vermutlich muss ich ihm meine ditchen, wenn er nach Rocklet hier. Fuck. Suchst du verzweifelt nach einer besseren Lösung? Es gibt keine. Wozu das alles? Das Ende steht doch fest. Musst du her? Komm schon, Sam. Das wird lustig. Nimm das. Fuck. Das Ende, das uns allen gehört. Später. Diesem Land, diesen Städten, diesen Menschen, allem und jedem. Wir haben alle Zeit der Welt, wenn wir egal sind. Ja, jetzt. Schauen wir, ob das aufgeht. Fuck. Lauf. So, ich glaube, das könnte funktionieren. Amerikas Kraft wiederherstellen, wenn man damit nur das Unumgängliche aufschiebt. Lauf, 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 lauf. Die Menschheit, die ist doch hoffnungslos verloren. Sogar für das Leben selbst. Okay, weg, 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 weg. Okay, nehmen wir mal das hier. Komm, 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 komm. Komm her. Ich muss weg.
Oh, was? Nichts wert ewig. Wenn uns die Geschichte was gelehrt hat, dann das. In der Zukunft ist... Okay, schnell weg. Zerstört der alte Medien. Komm. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du hin? Wir haben alle Zeit der Welt. Wenn dir egal ist, Zeit zu gehen. Der gestrandete Tod beweist es. Komm, schnell dahin. Ernsthaft, Sam. Das Ding ist durch. Komm her und knall. Yes. Ich brauche das Gewehr nicht, Sam. Ich kann dich schlagen. Oh, fuck. Amüsieren wir uns. Leck. Komm. Komm her. Alter. Was ist los, Sam? Alter, wie soll ich denn... einmal die Frage, habe ich... Scheiße, wie kriege ich denn... Haben wir Kryptobioten irgendwo? Scheiße. Scheiße, was mache ich jetzt für eine Taktik? Kryptobioten. Komm her. Volumen wieder hergestellt. Komm her. Komm schon. Das wird lustig. Ja, komm her. Nice. So, wie oft geht das Ganze jetzt hier noch? Was? PlayStation System? Komm jetzt. Nein. Na, komm her. Alter! Da spreng ich selber in die Luft. Wo ist er jetzt wieder hin? Alter! Okay, Sam. Ja, bei dir auch. Komm mal her. Nimm das. Autsch, das war nicht so gut. Ich glaube, ich hole mir mal so einen Kryptobioten wieder. Dann noch 508. Oh, bitte hat noch einen. Bitte. Ja. Alter.
Was machst du? Alla. Ja, komm her. Alla, wie oft denn noch? So, Blut habe ich mal wieder. Wie sieht's aus, Sam? Wow, 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 wow. Wie sieht's aus, Sam? Ja, ich würde dir gerne in die Fresse schlagen. Samuel Porter Bridges. Finally? Oh, du verdammtes Arschloch. Endlich. Sorry für die Kraftausdrücke. Hau ihn in die Fresse! Soll sie in der Position sein? Du verstehst es einfach nicht, oder? Du kannst das nicht aufhalten. Niemand kann das. Wir haben Doom, Sam. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden. Also komm schon! Alter, ist es jetzt Ticken oder was? Falsche Tat! Glaubst du etwa? Du hast ja schwer! Scheiße. Alter, ja, ich mach ja schon. Au! Was? Nein! Was zum... Ja, ich mach dich fertig. Fuck. Nein, 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 du nimmst nicht die Dinger. Hau rein. Stirb! Alter, ich drück her, ich drück her, ich drück her! Alter! Finally! Komm, 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 fahr mal noch! Hau! Wie wär's denn damit? Können wir ihn bitte töten und verbrennen, damit endgültig Schluss ist. Wenn er wieder aufsteht und Stress macht, aber dann. Bist ja ganz schön angegangen, Mr. Afephosmophobie. Ja, mein Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Aber
gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Ich würde so gern. Ja, da kommst du ein bisschen spät. Fragile. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Mehr Kraft, verdammt! Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin Hex. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Oh, schade. Warum denn jetzt schon wieder dieser Screen? Ah. Also, nee, das passt so gar nicht, wenn das jemand kommt. Was, du hast das Freundschaftsband von Fletcher erneut erhalten? Okay. Ja, bitte weiter. Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Botensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Mann, Balduschi. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Ein kleines. Ich habe es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht. Würdest du? Ich hasse Babysitten. Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt. Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja.
Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Bis auf eins, ich habe den Schuss nicht gehört. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun. Immer bitte kontrollieren, ob er tot ist. Glaubst du noch an mich? Auch ohne Hicks bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden, einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft, das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, habe ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße. Weißt du, was ich anstellen muss, um herzukommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der UCA. Es war Die Hard Mans Idee. Großartig. Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein, wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. Irgendwie wirkt das total falsch und sehr klischeehaft. Aber, boah, er ist ja ganz schön verarscht worden von ihr. Das hat er irgendwie zugelassen. Warte hier, okay? Aha. Wieso soll man warten? Bridget Strand. Du hast mich also endlich an den Strand eingeladen. Erinnerst du dich? Es ist dieselbe Waffe. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen und nicht kaputt machen. Also schön. Dann
dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns. Wieso ist jetzt er hier? Nein. Unmöglich. Ist es wirklich du? Joe? Ja. Ich bin es. John. Weißt du noch? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Gib mir mein Baby wieder. Du suchst hier am falschen Ort. Baby! Bosskampf Nummer 3. Amelie. Aber eben noch mehr Fragen. Was soll denn das Ganze da unten? Und was ist die Connection zwischen den beiden? Was ist falsch mit dem Spiel? Alter. Das ist echt ein Brainfuck. Moin. Oh. Das ist bestimmt gut. What the fuck? Ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade nicht. Warum ist die Präsidentin da unten gewesen? Warum war er da? Hä? Oh, bitte, bitte löst es irgendwie auf, Spiel. Alter Scholli. So ein Brainfuck, ey. Oh. Wir sind auf magische Art und Weise wieder in unserem Raum. Oh, Sam, ich bin's. How? Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schreck einjagen. Warum machst du das dann? Östlich vom Teergürtel. Dein privater Raum.
Du darfst dich bei Amelie bedanken. Wo ist sie? Das wissen wir nicht. Ist sie nicht zurück nach Osten? Nein, sie hat dich versorgt und uns dann über das Haku eine Nachricht hinterlassen. Und was hat sie gesagt? Ich werde beenden, was Bridget begonnen hat. Nur das und dann weg. Bridget? Ich habe Bridget am Strand gesehen. Sam, bitte. Du hast ihre Leiche doch selbst verbrannt. Sie wäre nicht am Strand geblieben. Unmöglich. Nicht einmal am Strand ihrer Tochter. Check die Protokolle. Die hast du doch, oder? Tut mir leid. Wir haben nichts dazu. Unsere einzige Aufzeichnung ist in deinem Kopf. Woran erinnerst du dich noch? Dieser Typ war auch da. Cliff. Er nahm Dai Hartman als Geisel. Den Direktor? Den Teil glaubst du mir? Na, das würde erklären, wieso wir so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Er war mir immer suspekt. Aber so langsam kristallisiert sich ein völlig anderes Bild heraus. Etwas hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Wir sind von der Annahme ausgegangen, dass Higgs Cliff kontrolliert. Aber das kann unmöglich korrekt sein. Denn Higgs ist aus dem Spiel und Cliff macht immer noch Ärger. Du hältst Cliff für den Drahtzieher? Ja. Wahrscheinlich hält er Amelie und den Direktor am Strand gefangen. Dann muss ich dorthin. Augenblick. Wo ist Fragile? In Sicherheit, hier bei uns. Aber solange du da drüben bist, kann sie dich nicht zum Strand schicken. Was? Du musst das verstehen, Sam. Als du bewusstlos warst, hat sich die Lage drastisch verändert. Wir erklären dir alles. Versprochen. Aber ruh dich erstmal aus. In Ordnung? Scheiß auf Ozone. Ich gehe zu diesem Strand. Und Klein Lou braucht wohl auch keine Pause, richtig? Ich meine, ist jetzt alle ein bisschen komisch, oder? Sam, du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk von Küste zu Küste auszubauen. Und dich um Higgs gekümmert, den Erzfeind der UCA. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch eine letzte Sache bleibt noch. Wir müssen einen neuen Präsidenten vereidigen und eine funktionierende Regierung aufbauen. Erst dann ist Amerika wieder vereint. Spar dir das für jemanden, auf den es interessiert. Mein Teil ist getan. Scheiß auf Amerika. Wir haben jetzt größere Probleme. Ich verstehe, Sam. Die Regierung ist momentan unsere geringste Sorge. Cliff hat Amelie. Also könnte es schon morgen nichts mehr zu regieren geben. Sofern es einen Morgen gibt. Wieso sind wir da nicht da draußen und unternehmen etwas? Egal, was sie ist, wir holen sie zurück. Du hast recht. Amelie zu retten und das sechste Aussterben abzuwenden ist ein und dasselbe. Aber das wird erst dann möglich sein, wenn du zurück in den Osten kommst. Es steht uns natürlich nicht zu, dir Befehle zu erteilen. Aber glaub mir, es ist wirklich der einzige Weg. Oh, Fletcher. Alle sind hier außer dir. Fragile hat uns ins Hauptquartier zurückgebracht. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. So viele Menschen in so kurzer Zeit zu transportieren, ist für mich neu. Mama? Mein Lockner? Ja, ich bin auch hier. Dachte mir, ich könnte helfen. Wir warten alle auf dich, Sam. Auf keinen Fall schleppe ich mich den ganzen Weg zurück. Komm schon, Fragile. Los geht's. Ich kann nicht, Sam. Und das nicht nur, weil ich am Ende bin. Die Strände sind zu gefährlich geworden, um Leute zu transportieren. Es gibt immer häufiger chirale Spitzen. Vielleicht infolge der landesweiten Erweiterung des Netzwerks. Zu viele Strände teilen sich denselben Raum, Verbindungen überschneiden sich und so weiter. Man kann sehen, wie sehr es das Netzwerk selbst belastet. Unter diesen Umständen ist ein Sprung über einen Strand zu gefährlich. Selbst wenn ich einen Strand erreiche, ist nicht vorherzusehen, wo ich auf der anderen Seite lande. Und ich könnte dort festsitzen. Darum kann ich auch nicht zu dir. Doch wenn ich den Eingang des Strands erreiche,
könnte ich dich wohl dorthin bringen. Die Strände sind immerhin noch da. Das kann ich persönlich bezeugen. Also ja, du musst dich den ganzen Weg dorthin zurückschleppen. Aber danach, das verspreche ich, bringe ich dich zu Amelie. Direkt an ihren Strand. Ihr beide habt eine ganz besondere Verbindung. Dein Traumfänger, ihr Kipu. Das sind nicht nur Schmuckstücke. Es sind einmalige, unersetzbare Totems. Verkörperungen eurer gemeinsamen Erinnerungen. Zwei Seiten einer Münze. Der Preis für den Eintritt zu ihrem Strand. Traumfänger gehen auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Auf den Ojibwe-Stamm, um genau zu sein. Sie hielten angeblich Albträume fern und veränderten die Träume. Wenn Dooms wirklich Amelies Geschenk an uns ist, ihr Traum von unserer Zukunft, dann ist dein Totem vielleicht ein Aufruf, sie zu verändern. Es ist ein Test für dich, Hoffnung zu finden inmitten der Verzweiflung. Während wir auf dich warten, suche ich am Strand nach Amelie und dem Direktor. Bestimmt ist meine Bindung zu ihnen zu schwach, aber es ist besser, als untätig herumzusitzen. Ich versuche, in den Aufzeichnungen etwas über die drei zu finden. Vielleicht ist ihre Verbindung stärker als gedacht. Wir warten auf dich. Der Heimweg dürfte leichter sein, oder? Komm zurück in den Osten. Den Weg kennst du bereits. Und wenn du hier bist... Oh. Meiner. Jetzt verschwinde von dort und geh nach Osten in Richtung Lake North City. Diesmal ist keine Fracht auszuliefern. Vielmehr bist du die Fracht. Das ist die Mission. Ich glaube, das war die längste Cutscene bisher in dem Spiel. Ja, wow. Den ganzen Weg, Alter, wie viel E-Mails, den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ach Mann, oh, das kann was werden. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch das antue, die ganze Reise zurück, oder ob ich da in Lake Not City einfach wieder starte. Ich überleg's mal, aber spannende Folge. Das Spiel geht länger, als ich wirklich gedacht hätte. Vermutlich hätten andere das Spiel an den ersten Bosskampf vermutlich schon irgendwie beendet, aber hier gibt's noch ein bisschen mehr zu tun. Und noch ein Bosskampf. Aber cool, dass wir ihn so richtig schön in die Fresse hauen konnten. Und die Anspielungen an Super Mario und Co., die waren nicht schlecht. Die waren echt nicht schlecht. Na gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo und dann weiterhin viel Glück bei eurer Reise. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.